Klavier ein bisschen schmelzen, ja? Wie viele Folgen werden jetzt überhaupt aus der Session rausgenommen? Es wird alles rausgenommen, so wie wir gerade quatschen. Na Quatsch, das kommt unzensiert, das Gameplay wird das sein. Also die WG ist an sich schon immer unzensiert gewesen, ich habe noch nie was rausgeschnitten. Ja. Noch nie. Also ich wollte gleich rausschneiden. Es geht tatsächlich darum, wie viele Folgen wir daraus machen. Achso. Sieben, glaube ich, oder nicht? Sieben. Okay, sieben im Maximalfall. Ich will meine eigene Stimme nicht hören. Oh. Da gewöhnt man sich echt dran, ne? Also, soll ich mich. Ich liebe es, meine Videos zu gucken. Gott. Wie machen wir das denn jetzt vorne? Machen wir vorne gleiche Wand, andere Wand, andere. Andere, also. Das ist eine blöde Idee, ne? Also, ihr werdet gleich eine Todesmarke blöde Idee haben. WG. Ich muss mich jetzt so ungefähr, weiß ich nicht, 50, 100 Blöcke über den Void stacken. Ich muss das mal von weit weg angucken. Geil! Ja, dann stack dich mal über den Void. Lasst mich raten, Säge haben wir nicht. Oh Gott, ich werde so sterben. Was haben wir nicht? Komm mit, Rosa! Eine Säge. Ich habe eine im Inventar, die ist gleich im Void. Kommst du mit, ich habe auch eine im Inventar, aber die ist gleich kaputt. Blöd, also von hier aus sieht schon awesome aus. Ich hätte das trotzdem noch um einen Block erhöht, das Ganze. Also dass es quasi mit dem Holz oben abschließt. Da habe ich vorhin aus Versehen eins gemacht, ne? Ja, können wir ja noch machen. Da muss man überall nur so ein halbes Ding draufsetzen, ne? Ja, genau. Ja, sollten wir auch machen. Oder da kommt irgendwas anderes hin. Das kann natürlich auch noch. Wir sind ja noch frei darüber. Ich muss noch weiter. Lustonnippel? Lustonnippel, genau. Boys! Alter. Also nicht wundern, wir haben eine Kante. Ich muss auch schon was Ding, ich weiß nicht warum. 20 Blöcke. Boys! Ein bisschen mehr. Das ist. Nix, ist schon gut, ich bin ruhig. Hat keiner gehört. Nein, hat keiner gehört. Nee, hat keiner gehört. Habe ich jetzt noch ein paar Stairs? Nee. Ich glaube, ich muss mir diese Folge nochmal angucken. Also, die Wände sind irgendwie für mich überhaupt nicht typisch Steampunk, aber ist ja auch wurscht. Ich finde die total geil. Und ich habe bis jetzt ja, auch. Ja, die sind auch total unsere geil. Unsere Bank aber, ist auch nicht Western. Doch! Nee, Bunker! Das aber ist ein Western-Bunker. Hast du noch nie einen Western-Bunker gesehen? Halt, die Bank ist aber nur ein kleiner Teil der Western-Stadt. Die Außenmauern unserer Fabrik sind quasi das, was man sieht von den Steampunk-Fabriken. Ja, weil der Steampunk ja eigentlich auch an das viktorianische Zeitalter angleicht. Deshalb müsste da eigentlich mehr Glas rein. Ja, dann machen wir noch Glas da rein. Also ich kenne Steampunk als rostig, alt und irgendwie komisch. Kupfer, ja, das ist unterschiedliche Stilrichtung mittlerweile, glaube ich. Ja, aber die Kleidung ist vor allem eher viktorianisch. Hört auf die Voice weiß Bescheid. Wer redet von der Kleidung? Wie weit ist denn das weg von der Insel? Ja, das gehört mit dazu. Das sehe ich gar nicht. Du kannst dich dann nicht an Steampunk. Ja, ja, schon richtig. So, warte mal, ich habe hier noch Glaspiller. Ich will was zu suchen jetzt. Ich laufe jetzt über die Eisinsel. Das ist, glaube ich, eine ganz beschissene Idee. WG. Glaspiller gehen so leider nicht. Oh Gott, das Fledermaus im Void. Durch die Treppen belegt sind die Teile, Mist. Fledermaus im Void, WG. Kennt ihr das, wenn ihr euch über Void stackt und eure Hände anfangen zu schwitzen und ihr dann eure scheiß Shift-Taste beinahe durch den Schreibtisch drückt? Also muss mal in einem Minecraft-Battle mitmachen, dann weißt du wirklich, was Shiften bedeutet. Oh ja. Was Schiffen bedeutet? Minecraft-Battle? Ja. Meine Shift-Taste ist kaputt. Die bleibt nicht die Titel. Oh, so, du machst beim nächsten Minecraft-Battle mit. Hab ich gerade beschlossen. Das ist ein Minecraft-Battle. Minecraft-Battle, das kann ich dir kurz erklären. Wir treffen uns freitags Dauershiften. Wir treffen uns mal freitagsabends um 11 und dann fangen wir an aufzunehmen bis ungefähr um 3. Ja. Das machen wir mehrere Freitage hintereinander, weil sonst werden wir nicht fertig. Man spielt in Teams. Ja. Auf einer begrenzten Map. Gegeneinander. Ja. Die erste halbe Stunde ist Farming-Zeit, da kannst du dich nicht abschlachten und danach schlachtest du dich ab und beziehungsweise versuchst du den anderen die Leben wegzunehmen. Jedes Team hat 10 Leben von Wolle präsentiert, also Wolle ist das Leben. Mhm. Das muss, du musst immer eine Wolle bei dir haben, ein Leben, und es muss immer von dir eine Wolle in der Welt platziert sein. Nach bestimmten Regeln, das macht aber der Mod, den wir dafür haben, fast automatisch. Das Plugin, genau. Aha. So. Heißt also, du hast immer eine Wolle in der Welt und du hast eine Wolle dabei. Das heißt, wenn du gestorben wirst, dann verlierst du natürlich diese Wolle. Oder wenn jemand diese Wolle abbaut, hast du 15 Minuten Zeit, wieder eine neue Wolle hinzuplatzieren. Wenn du zwei gegnerische Wolle zusammenfügst, kriegst du ein neues Leben für dich wieder. Okay, das heißt ja, also, Schaffarm bauen. Nein, das geht eben nicht. Schafe droppen keine Wolle. Okay, mach das Plugin dann, nehme ich mal an. Also Spinnenfarm bauen. Genau. Auch das Plugin macht das. Ja, aber du kannst auch keine Wolle bauen. Das geht auch nicht. Okay, ist also quasi eine Langzeitversion von sowas wie Ultra Hardcore oder so. Mit Leben, genau. Ja. Brother, jetzt besser?
Ja, ja. Machen wir unten runter am besten auch noch, weil hier unten runter haben wir auch noch so frei. Habt ihr noch irgendwo einen geheimen Voice? Ich glaube ja. Nicht, ne. Du kannst mal in den Kisten im Kacke-Ferrari-Stall unten gucken. Nein, jetzt bin ich hier und hab meine Waffen vergessen. Ich Vollpfosten-Arschgesicht. Kotzbacke. Oh, ja. Du Vollpfosten-Arschgesicht. Kotzbacke. Ich weiß nicht, ob das aussieht, ob man so machen kann. Oder ob das kacke ist. Boys muss mir das Komm jetzt sagen. Rum. Boys ist die Kreative von uns. Vor allem kreativ. Wirklich, ich finde mein Tor geil. Meine Kommentare sagen was? Auch mein ich Tor geil. Ich bin unterwegs. Geil. Alles klar. Alle finden dein Tor geil. Niemand hat Probleme mit dem Tor. Keiner hat eine Mauer zu bauen. Rechts von der Fabrik lang. Danke. Naja, also theoretisch könnten wir auch früher oder später eine Mauer bauen. Oh, eine chinesische Niemand Mauer. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Eine chinesische Mauer. Doch, so eine chinesische Mauer wäre schon geil, ne? 200 Stunden. Und zwar nur voll aus Treppen. Vollgepackte Action. Nur hier will ich Cobblestone bauen. Nur aus Nippel. Nippel? Dann dauert es länger. Muss man 64 am Stück drauf. Na egal. Ja, du hinterhast du dann immer noch diesen Carpenter-Mist. Wir können natürlich von der anderen Seite jetzt hergehen und die Carpenters nur mit Pillars setzen, dass es in der Mitte frei bleibt. Ja, Pillars klingt auch immer falsch, ne? Ups, ja. Da hätten wir was zu tun. Mein Gott. Ja, aber da kommt trotzdem kein Licht in die Dingens. Ach, das will. Wo kommt man gar nicht rein? Kommt ja trotzdem kein Licht in die Fabrikhalle rein. Wieso nicht? Hier bleibt es noch lange Tag. Okay, jetzt habe ich alle meine wichtigen. Wir eine Höhle haben, oder was? Jetzt bin ich nicht in den Void fallen. Der kann Nein. auch, wenn ich das jetzt immer kommt doch nicht da rein, aber nicht so viel halt, ne? Alle in den Void. Hey. Also meinst du nicht? Meinst du nicht? Lass mal schlafen. In den Void gefallen. Da braucht jemand einen Popschutz. Aber wenn du mich dazu fragst, ob ich mit dir schlafen komme, dann mache ich das doch glatt. Hallo, Void. Ich brauche keinen Popschutz. Ich bin dafür zu gut. Meine linke Hand, sie wandert nach links. Guten Abend. Guten Morgen. Oh Gott. Ja, was ist jetzt mit dem Glas? Sollen wir mal was, soll ich da was probieren jetzt oder nicht? Oder? Ganz ehrlich. Lieber nicht. Mach die Carpenters dahinter weg und mach einfach Glas rein dahinter. Also ist das, ich weiß nicht. Ach, du meinst das ganze Carpenters weg oder was? Ja. Das wäre auch eine Maßnahme. Das sieht scheiße aus, wenn du da Glas davor packst. Wie wär's denn, wenn wir, wenn ich nur die Carpenters an der Stelle wegmache, wo diese viereckigen Dinger sind? Also sprich nur. Ich hab's auf die Nether-Festung geschafft. Warte. Gratulation. Wie bauen wir die Carpenters am besten ab? Mit der Axt? Oh shit. Von Blaze runtergeschossen. Mit der Axt ist der. Ja, das könnte passieren. Damit habe ich jetzt alles kaputt gemacht. Ja, ja. Ist jetzt nicht so tragisch, brauche ich wieder auf. Aber ich will mal gucken, wie es aussieht. Da brauchen wir eine normale Axt für am besten. Obwohl, ich glaube, diese Nippel kriegst du da nicht rein, oder? Nee, da kriegst keine Nippel rein. Nee, also mit den Nippeln, das ist immer kompliziert. Wieso nee, musst du doch nur durch die Lasche ziehen? Der Block ist ja schon belegt durch die Treppen, die da sind. Ja, dann müssen wir das Glas dahinter reinmachen. Also es ist noch schlimmer, dann, über Void in so einer Nether-Festung zu sein, als über Lava. Ja. Wirklich. Normales oder Borderless-Glas dann? Borderless. Bierglas. Verreckt doch Oh endlich. Gott, da drüben ist ein Blaze gespawnt. Komm, oh Gott, lass es ja, raus. Okay. Was, ich bin noch nicht gespawnt, das geht nicht. Ich hab einen scheiß Blaze-Spawner. Danke. Der killt meine Familie. Oder wie? Der spawnt scheiß Blazes, ja. Ich hab meine Familie beschimpft. Voll kacken dreist. Also, da muss dann Glas Schöner hin. Ist. Oh, das ist das. So, wie sieht das von außen aus? Von außen, nicht Gott. Von innen. Warte. Tschüss. Tschüss. Oh, come on, ihr Blazes. Haltet die Fresse. Lasst mich in Ruhe. Ah! Scheiße. Oh, da war ja noch nicht da, weitergebaut. Blaze, hast du eine normale Axt? Nee, ne? Ich kann aber schon eine besorgen. Funktioniert ja, doch. Beziehungsweise ihr machen. Voll ist da nee, funktioniert toll, jetzt ist ja auch noch alles voller Mobs. Lumber Axes machen. Nee, wir können auch mal Axes machen. Ja, das auch. Ja. Klar. Aber der sieht Mod bietet auch Axes. Ja, von innen sieht es halt beschissen aus. Ja, aber ich weiß nicht. Dieses ja, ist kein Problem, dann machen wir das halt überall jetzt. Young Man. Oh, natürlich. Ein Wort. Zwei. Fire. Ja. Entschuldigung. Ich muss das irgendwie anders hinkriegen. Kumpf. Das guckt jetzt auch mal von außen an.
Das wäre auch blödsinnig, wenn wir jetzt schon fertig werden mit der Dings. Wir müssen ja noch ein paar Folgen hier bauen, deswegen. Das ist ja, als wäre es ja leer an der Stelle, ne? Als wäre nichts. Das Glas sieht man ups. Nicht. Ja, Gratulation. Ups. Da hatte jemand könnte, nicht mehr genug Leben übrig. Man könnte jetzt, das waren 10 Leben. Man könnte jetzt. Ging es ein bisschen tief runter. Die Glowstone-Nippel von innen an das Glas machen. Das würde gehen. Komm schon, ihr blöden Blaze. Ah. Dachte ich, überlebt das. Blaze, deine Familie ist blöd. Doch, das sind keine Lichte. Kann sie auch nicht leiden. Die zündet mich einfach ohne Grund an. Blaze, deine Familie ist blöd. Oh, da ist gerade ein Blaze in Void. Oh nein, er kommt wieder hoch. Hallo, oh Gott. Da ist der Blaze Rod. Genau das, was ich haben will. Oh Gott, hier ist ja Void. Kein Wunder, dass keiner von den Zombies hier rüberkommt. Da liegt jetzt sonst noch was von mir? Into the fire! Es gibt eine Pelchen, holt einen Kofferblock. Was haust du mich? Du weißt, wofür der war. Warst du auf dem Weg in die Westernstadt und bist gestorben, Herr Blaze? Jupp. Da wäre ich gerade auch fast runtergefallen, ne? Ja, wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich überlebt. Bin dann nicht das erste Mal runtergelaufen, aber da war die Ecke dann doch ein bisschen zu hoch. Hey, das ist unfair. Weißt du, wofür der war? Ich bin tot. Oh. XP. Übrigens, unsere Schmiede. XP, gib her. Unsere Schmiede können wir eigentlich mitnehmen mit rüber, ne? Wenn ich die jetzt so sehe. Dran, die besetze ich gerade. Wieso würdest du den mitnehmen? Die sieht voll stylisch awesome. Aus. Für unser oben, einfach oben auf unsere Fabrikhalle rauf. Komm mal, nee, das von Paul Voss hier. Guck, was an Haubitze Nummer 2 dran steht. Haubitze Nummer 2 von Paul Voss hier. Yeah, Looting. So, jetzt könnt ihr scheiß Blazes mich mal an meinem scheiß geilen Panda-Arsch lecken, ey. Der ist aber ganz schön haarig. No. Ich sag der Blaze. Achso, Blaze! Was denn? Du musst so machen. Ja, danke, ist jetzt sauber. Meine Güte. Hat er auf den Zähnen. Panda-Schoki. Ich sag dem Thema nur eins. Kaufen Sie jetzt im Panda-Show. Panda-Schoki. Boah, ernsthaft. Ihr wisst, wie sie hergestellt wird. Ich klau mir gleich echt so einen Kacke-Ferrari hier und dann geil. Geht's los. Ja. Hast du einen Fanshop? Habe ich einen Fanshop? Selbstverständlich habe ich einen Fanshop. Also ja, ich möchte Panda-Schoki in deinem Fanshop haben. Oh. Der sogenannte Bärendreck, oder wie? 100% biologische Panda-Schoki. Das heißt, du darfst dich jetzt nur noch Bio ernähren. Mit Haaren, Krümeln und Dreck drin. Lecker, lecker, lecker. Oder cool, kann ich dann noch Panda-Saft-Gummibären machen? Du kannst machen, was du willst. Weißt, wenn Ape-Prime eigene Energy rausbringt, dann kannst du auch eigene... Hast du nicht raus... Wer eigenen Energy rausbringt? Ist egal, Ape-Prime. Was blinkt hier? Oh, das sieht man. Irgendwer blinkt mich an, ja. Was ist ein Blaze-Head, den ich offensichtlich erblicken kann, bis up to irgendwas? Und was willst du uns damit sagen? So sieht eigentlich... Das ist, glaube ich, ein Modifier-Dings. Ich kann das nicht angucken, bin im Vollbild. Mit mehr Fenster. Na toll, ich kann den Blaze nicht aufsetzen. Ja, so viel Fenster kriegen wir niemals hier rein. Das, ich dachte... Nee, ich glaube, damit kannst du... Damit kannst du, glaube ich, Modifier auf deinen Waffen haben. Aber egal. Das sind keine Carpenters. Ich habe ganz schön viele davon, also... Das sind Scaffold. Ach so. Ja, aber gut, die Fenster reichen ja auch so. Oder hast du auch überall Fenster, also... Ich verreck gleich. Obwohl, innen sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Und wir können jetzt den. Boah, ich warte nur, dass die Axt kriege, weil ich keinen Bock. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gemacht habe in der Zeit. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen feiern. Wieso? Oh, wirst du gleich sehen. Ach, Reza, komm mal her. Bin da. Bitte? Warte, ich komme. Hast du etwa so einen ganz sympathischen, awesome, geilen Ofen da stehen? Nö, aber ich habe ganz sympathisch awesome was anderes hier hingebaut. Kuchen! Wo bist du gerade? Pumpkin Pie! Was? Wo bist du gerade? Apfelkuchen? Jetzt in der Westernstadt wieder kurz. Ah, okay, hast du die Säge noch? Boah, ist das eigentlich unsere coolen Türen hier schon gesehen? Ja, kennst du gar nicht, oder? Mal hinter dir. Was für coole Türen, zeig mal. Hier die Türen. Was, hier ist ja der Eingang von uns, ja? Sieht man. Ach, das ist der Eingang. Das ist der Eingang und das sind Türen, guck mal. Ah, wie geil ist das denn bitte? Das ist richtig geil, oder? Ja, Mann. Das ist ja mal nice. Man sieht die gar nicht. Das ist richtig. Awesome.
Richtig. So, jetzt weil eigentlich ist ja ein großes Tor. Ne? Jetzt fehlen uns Schleifwände. Du musst noch von hier aus weißt du was, an was mich das erinnert? Das hängt an so Türangeln, siehst du das? Ich helfe dir gleich farmen, aber dann müssen wir einmal die Nacht lassen, weil im Sumpf und ja, so. Ja, aber gerade sagen, ja. Das ist schon eine geile Tür. Nee, weißt du, an was mich das erinnert? An Kingdom Hearts. Da gibt es eine Szene, da wartet Donald auf so eine riesen Tür zu und am Ende macht er nur eine Tür in der Türe auf. Genau, ja, das kenne ich auch. Das ist aber im Vorspann schon, oder? Ja, genau. So geil. Das war auch meine Idee dafür, dass das... Deswegen sagt dass da so Carpenters-Türen drin sind, aber wir eigentlich, also ne, ja, ihr wisst schon. Ja. So, bratsch mir mal einen Steak, nicht, dass ich hier verhungere. Warte! Verhungern, WG. Ich hab was Leckeres dabei. Aber ich hab Steaks. Kann man eigentlich irgendwie diese Spinnennetze herstellen? Popwebs, nein, aber du kannst eine Shears mit Silk Touch machen. Dann kannst du die abbauen. Aber wir brauchen ja irgendwie noch Qualm hinterher aus dieser Steampunk-Fabrik. Ja, dafür gibt es Steamer. Gib mal Steam Smoker. Ach so, Smoker. Oder Smoker. Ja, ich weiß schon, wie bei der Westernstadt. Ja, genau. Ja, Blablabla. Eierkäse und hast du nicht gesehen.